geschafft. Irgendwie. Komm schon. Oh, hallo. Tut mir leid, ich dachte, du gehörst zu denen. Mit diesen Banditen. Wer bist du und was willst du? Gut, du bist sauer wegen dem Rohr. Ich dachte, das hätte niemand überlebt. Aber du lebst, also helfe ich. Ich brauche keine Hilfe. Ich verschwinde von hier. Und wie? Du bist fremd hier und dein Schiff fliegt in diesem Zustand nirgendwo hin. Aber du hast Glück. Ich bin Mechan. Und was wird mich der Spaß kosten? Naja, einiges für Ersatzteile. Aber Toshara ist ein toller Ort für Leute mit deinen Fähigkeiten. Es gibt diesen Pike-Unterboss namens Gorak. Sprich mit... Und der gibt mir Arbeit. Verstehe. Nimm den Gleiter aus dem Schiff und fahr nach Miroganer Stadt. Wenn ich zurückkomme und mein Schiff ist ausgeschlachtet, finde ich dich, Wacker. Ich heiße Wacker. Finde ich dich, Wacker.
Amerika. Was springt für dich dabei? Weißt du, was das für ein Schätzchen ist? Eine EML 850. Komplett umgebaut. Und in den Logs habe ich sogar einen Namen gefunden. Die Bahnbrecher. Die Bahnbrecher? Und? Dieses Schiff ist etwas Besonderes. Ach egal, das verstehst du sowieso nicht. Besorg mir einfach neue Treibstoffinjektoren. Dann können wir wenigstens fliegen. Schon gut. Ich überleg mir was. Wir haben alle Gleiter-Upgrades, die man braucht. Sauber, wenn Sie das meinen. Keine Schmuggelware. Das beurteile immer noch ich. Zeig sie her. Weisen Sie sich bitte mal aus. Oh, klar. Sicher. Sie sind Thorin Valarion? Das bin ich. Mhm. Alles klar. Gehen Sie weiter. Glück habe ich die gefälschte ID-Karte. Hier sind meine Dokumente. Alles in Ordnung? Bex, da. Super. In die Tasche, Bex. Es gibt was aufs Maul! Versuch's doch. Wenn das Imperium dich nicht kriegt, dann die Peich machen. Was glaubst du, wer von denen rücksichtsvoller ist? Hey, du willst doch bei den Peichs mitmachen. Hey, ich muss mit Gorak reden. Du siehst nicht aus wie ein Pike. Und ohne Einladung kommst du nicht nach oben. Hey, nur für geladene Gäste. Sagt's denn? Na gut, dann also auf zu Gorak.
Sieht aus wie ein Unterboss. Das ist Gouverneur Tordens Stadt, nicht ihre. Schaff ihn raus und sag dem Gouverneur, es bleibt bei den Zahlungen. Dich kenne ich nicht. Was? Suchst du nie neue Freunde? Ich habe genug Freunde. Ja, aber dass ich mit dir rumhänge, ist kostenlos. Du bist witzig. Wacker schickt mich. Er sagte, du hast Arbeit? Das ist bedauerlich. Hey, warte! Was ist dein Problem? Schlau genug, um sich hereinzuschleichen? Dumm genug, Wacker zu erwähnen. Du kennst diese Welt nicht. Komm wieder, wenn du es tust. Völlige Zeitverschwendung. Guter Junge. Du bestiehlst deinen Pike, Unterboss. Erster Tag? Ganz ruhig. Ich bin Danka. Ich vermittle alle Aufträge auf diesem Mond. Bei uns gibt's keine Syndikate. Hey, das sind ganz normale Geschäfte. Mirugana ist was Besonderes, Kleine. Das Imperium lässt diese Kantina in Ruhe. Aber da draußen, da herrscht Krieg. Willst du überleben? Kenne die Drahtzieher. Siehst du? Die Pikes haben Einfluss. Dank Gorak. Tödlich. Politisch. Sie zahlen, um sich beim Imperium einzuschleimen. Dann Crimson Dawn. Die sind auf Goraks Reich scharf. Gerissen, gewieft. Nicht wie die Hutten. Bei denen weiß man immer, woran man ist. Hier draußen entscheidet dein Ruf über Leben und Tod. Apropos. Ein Freund von mir hätte gern eine Kleinigkeit aus Goraks privater Basis. Ein paar Sachen, die er geheim halten will. Und wer bezahlt mich, um das Syndikat an der Spitze zu beklauen? Tut mir leid. Ja oder nein, mehr ist nicht drin. Sag ihm, Kay Vess ist dabei. Süß. Verzweifelt, aber süß. Davis, Goraks Basis ist im Pike-Bezirk. Finde den Hintereingang. Hacke die Konsole in seinem Turm. Besorg dir die Datei SK01. Viel Glück. Wer? Moment, haben Sie mich angeheuert? Hallo? Okay. Hallo, Wacker? Danke für die Hilfe. Ich wäre deinetwegen fast draufgegangen. Gorak erinnert sich wohl noch an mich. Sag mir nur, wo der Hintereingang zu seiner Festung ist. Im Pike-Bezirk. Dort warten zahllose Gelegenheiten. Aber wenn die Pikes dich nicht mögen, lassen sie dich nicht da rein. Ja, klingt einleuchtend. Ich lass mich einfach nicht sehen. Thank you.
weißt doch, wie Pechsträhnen sind. Bis morgen gewinne ich alles zurück. Das ist zu spät. Verstanden. Und wenn ich die Hälfte jetzt bezahle und den Rest... Ich hätte mein Ding? Nein, der ist wertlos. Nur nostalgisch. Wir arbeiten nicht mit Außenseitern. Oh, mein Fehler. Ich muss die Augen offen halten. Hey, du hattest recht. Die... gesagt, dass du angekommen bist. Du kommst von der Terrasse im zweiten Stock aus rein. Von dort erreichst du dein Ziel. Na dann. Wie lange beobachtest du mich schon? Verstehe. Hey, komm Nix. Ich brauche eine Ablenkung. Besser geht's. Hey, schleich mal darüber und hol das. Lenk sie ab, Nex. Sind Sie frei? Hast du was, Kleiner? Ah, das sieht nach dem Eingang aus.
das wird schon. Ja. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Ist jemand in der Nähe? Ein Turbolift ist unten. Drück mal den Knopf. Ah, alles klar, das sollte klappen. Okay, was sollen wir hier tun, Nix? Hey, halt das mal offen. Brava, junge Nix. Gehen wir. Alles gut bei dir, Kumpel? Nur noch ein paar Aufträge wie dieser, bevor wir den großen Wurf landen, okay? Pikes müssen große Pläne haben und bestimmt eine Abmachung mit dem Imperium. Da ist der Turm. Aber diese Energiebarriere könnte ein Problem sein. Gut, Nix. Ab jetzt können wir Blaster benutzen. Wenn es sein muss. Eine kleine Showanlage. Was soll das denn sein? Psst. Uff.
Such dir Deckung, Nix. Kümmer dich um den Alarm, Nix. Sehr gut, Nix. Ist hier jemand? Will der Gouverneur jetzt wirklich einen großen... Kurzen Augenblick! Mist, die haben uns gesehen! Geh zu dem Terminal. Eine Ablenkung, Nix.
Geschafft! Wen kümmert schon, dass wir gesehen wurden? So schön. Dateien. Wo ist diese Konsole? Das Ding hat einen Alarm. Oh, die Datei ist bloß ein Spotschka-Rezept. Wurde ich reingelegt? Na schön, es soll sich ja lohnen. Die ist verschlüsselt. Dieser Kanal ist absolut sicher, Herr Schall. Bitte. Es braucht seine Zeit, jemanden wie Gorak zu stürzen. Wenn ich keinen sicheren Kanal einrichten könnte, wäre ich längst tot. Und nennen Sie mich Tislak. Also gut, Tislak. Ich bin altmodisch. Wenn ich einem Freund einen Dolchstoß verpassen soll, will ich die Person kennenlernen, die mir das Messer reicht. Natürlich, Gouverneur. Und der Alarm geht los. Wenigstens haben wir etwas. Wo sind wir da nur reingeraten, Kumpel? Die haben den Aufzug gesperrt. Na gut, okay. Dann heißt es wohl klettern. Oh.
Keine Angst, Dex. Der nächste Auftrag wird besser. Nichts. Wow. Vorsichtig, nix. Ich schaff das. Ich schaff das. Oh. Genug gelaufen, Nix? Spuck's aus. Goraks Lieblings-Spotschka-Rezept. Habe ich den Test deines Kunden bestanden? Frag sie doch selbst. Das ist die Lehre von Crimson Dawn. Habe ich vorhin mit dir gesprochen? Du hast es geschafft? Das sollte mich wohl nicht überraschen. Man sagt, du hast schon etwas viel Größeres gestohlen. Ein Schiff?
Das Lieblingsschiff von jemand Wichtigem. Ich, hab keine Ahnung, wovon du redest. Erkennst du sie? Zerek Besh hat eine ihrer Besten geschickt. Und die stellt eine Menge Fragen. Ein Todesmahl von Zerek Besh? Was hast du denen gesagt? Nichts. Bisher. Arbeite nochmal für uns, dann bleibt es dabei. Die Pikes haben hier das Sagen. Und Crimson Dawn will das ändern. Ihr wollt was ändern? Einer von Goraks Leuten will ihn verraten. Ein hohes Tier bei den Pikes. Tislak Shah. Wirklich? Ah, sieh mal einer an, wie du mitspielst. Du lernst schnell. Hier, Treibstoffinjektoren für das Schiff, das du nicht hast. Damit solltest du Toshara verlassen können. Du weißt über alles Bescheid, was? Nur über alles, was uns wichtig ist. Du hörst bald von mir, also versuch am Leben zu bleiben. Oh, eine Sache noch. Ja? Brams Bein verheilt sehr gut. Danke. Du bist jetzt in unserer Welt, Kay. Bleib wachsam. Papa, ich hab die Einspritzventile. Zeit zu verschwinden. Das ging ja schnell. Warum so eilig? Die Bahnbrecher braucht Zeit. Zuwendung. Ach, keine Eile. Ich will nur in Bewegung bleiben. Na schön. Sieh mal, ob du mehr Arbeit findest. Die Teile sind nicht ganz billig. Ach, ich rede mit Danka. Aber es muss nicht perfekt sein. Bring sie nur zum Laufen.